Hä? Warte, was meinst du mit Ja, Diamanten? ja. Meinst du Peso? Meinst du Dollar? Meinst du Euro? Warte Also, mal, Diamanten habe ich schon. du kriegst auf jeden Fall 5 Waffen von ihm. Drei Waffen, drei. Was für welche? Ja, Drei SNS. Yo, Fliege, Mann. Grüß Boah, das euch. ist heftig. Das ist Ja, heftig. Waffig, würzig. Was ist da, Digga? Flohen Hab oder der so, Mann. Kacke, damit Fuck. ist wieder verhaftet, Bist du Alter. so halb Mensch? Was geht ab, Mann? Was geht, alles gut? Ach, Mann, Alter. Gut. Bei dir? Das glaube so ein Ding zwischen. Ja, muss. Ah, warte. Mein Darf warte, der Herr mithören oder? mein Freundin ruft an, ja, ganz kurz. Hallo? Ja, komm zum Pier. Ja? Okay, bis gleich. 10er, wenn es deine Freundin ist, Chat. Boah, die Okay, ruft so oft ist an. er Der ein Habibi. Vertrauter von dir oder? Der darf, aber jetzt wird's zu viel. Okay. Wir müssen uns ganz kurz allein lassen. Oh, ich wollte nur schlagen. Können Sie Kommt mal bitte kurz zur Seite rüber. gehen, wir müssen uns kurz unter. Voice Crack und Sosa und Ich Dings, sag dir kommt rüber. später, Polilaya, okay? Ja, Fuck ne you, Pinguin! Spider-Man. Habibi! Denkst du, wir laufen extra? Warte doch Morgen kurz! wieder um 5 Ja, Uhr okay, auf okay. süße Pinsel gebrochen. Ja? Kevin, was machen Sie gerade beruflich? Wir sind beim FIB. Verstehe. Wieso haben Sie diese Klamotten wieder an? Ja, Wolfig, hey, ich bin wieder zurück. Ja, wie zurück? Ich bin wieder Chief. Also, welcher, wie Freunde. Chief? Ich Wo ist bin diese wieder Ella Assistant Young? Wo ist Chief. diese Ehrlich Großfamilie? jetzt? Richtig. Ja, die Großfamilie, die ist Das ist stark. Al-Hayat sind weg. weg. Du Ja, weißt, ab also fast. 2023 gibt es dieser Tabak nur 25 Gramm. Wir müssen hier gucken, wo sie bleiben. Was laberst du? Wir Ja, natürlich, gibt keine Dosen mehr. müssen was mal vorbestellen, oder nicht? Na, nein, ja, du kannst jetzt noch holen, aber bis also Ende des Jahres kannst du noch so kleine Baggies holen. Für einen Kopf. Was laberst du? Ist auf alles. Alles gut, das ist ja gewohnt. Gibt keine großen Boxen mehr. Eigentlich muss So, ich jetzt die gehen wir Großbestellung mal machen, vorne oder? durch den Ja? Und okay. Also Fuck you, können wir jetzt korrupt sein, Sleeper-Man. oder wie? Das habe ich nicht Okay. gesagt. Oh, Okay. Sabe. Der Wafik, Ja? weswegen ich mit Ihnen reden wollte. Ja, aber ich möchte, dass Sie bald Ihre Klamotten ablegen. Wie meinen Sie? Sobald wir MOB starten, möchte ich Sie da haben. Ach so. Ja, weil Sie diese Klamotten, die Sie anhaben, Sie sind ein realer Gangster, ja? Das, Herr was Sie da Steinke, können Sie haben. uns bitte kurz unter jetzt Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Augen Ihre lassen? Klamotten lassen Sie sie ruhig an und so, egal. Aber sobald Sie sie abgeben, wassen Sie nicht, ja? Okay, Mein alles Grün gut. steht Ihnen mehr. Gut, Herr Wolfig, wie lange geht Perfekt. denn das mit dem FIB noch? Bis Ende des Monats. Bis Ende des Monats. Wie lange Genau. ist das Bis noch? Den Ende des Monat, 2 Monate. Monats. Der Hundesohn, genau. Und Ja gut, dann sollte alles in die Wege ach geleitet sein. dann gehen Sie Dann bin dahin, ich wo weg. Sie, Herr Winter. Ja gut, Genau, genau. dann hat sich das Gespräch eigentlich erübrigt, was ich Okay. eben mit Ihnen führen wollte. Alles gut. Okay, Sonst hätte ich Sie aus dem FIB rausgezogen, Ihnen was anderes gegeben. perfekt. Na, aber wenn sich da endlich mal was tut, dann ist das ja auch mal Dela was. Koks, irgendwas, kann es für Sosas Mutter arbeiten im Club? Ist das sowas? Wenn es nicht die Richtung ist, dann habe ich keinen Bock. Ja, alles gut. Ich schätze jetzt Detective. Okay. Gerne Oh, gesehen. Detective. In der Undercover Unit. Okay. Ja, aber das lohnt sich nicht mehr. Ja, Jetzt dieser Ding. habe ich dann auch gecheckt. Alles Okay. gut. Okay, alles klar. Dann Okay, schreiben Kevin, dann wir uns, ja? ruf mich an, Warte ja, mal, wenn es warte was mal. gibt. Mach Warte mal, ich brauche auch deine Nummer. ja, schreib die Nummer auf. Boys Crack, schreib sie auch auf. Leute, wie heißt du mein Bester? Mein Name ist Liam Brigande. Liam? Liam Liam. Brigande, richtig. Schreib Brigande, so Brando, wie schreib die. Brando. Oder heißt es nicht mehr Ja, Brando? ich heiße Brigande jetzt. Okay, Brigande. Brando. Okay, deine Die Nummer? Nummer ist 947 Ja. 365. Okay. Hab Also, wenn ich. Sie irgendwas brauchen vom PD, können Sie sich gerne bei mir melden. Natürlich, Kein natürlich. Stress, Mann, kein Haben Sie Perfekt. vielleicht eine Langwaffe für mich? Ja. Ja, wegen sowas melden Sie sich bitte nicht bei Genau, mir. ja? So, sonst Achso, wirst du meinst du? verhaftet, ja? Okay, gut, Okay, Warte alles nur, klar. Spaß am Rande. Die beiden anderen Herren, ich wünsche Ihnen was, ja? Machen Sie es gut, Danke, ja? haben Sie Wir hören recht. uns. Ciao, ciao. So, so. Das ist ein sehr guter Mann. Ja. Ja. Der ist Wo sehr, ist denn sehr deine korrekt. Freundin? Wo ist die, Alter, die kleine Zuzuhalter, Alter? Wo ist denn Mann? Wie meint ihr? Cam, Seit runter. wann nicht Cam ist doch gut erreichbar? so. Ah, da ist sie doch. Ach Ah, so. davon. Ah, da vorne. Seit wann erkennst du meine Freundin so schnell, ah? Bist verliebt? Ja, du hast doch gesagt, so auf sie Oh, aufpassen, bitte wenn ich mach da dein bin. Auto. Mach deinen Blick bitte. Ja, okay. Hallo, hallo, hallo. Von dir. Habibi. Nein, das ist sie nicht. Oha. Warte. Alter, wir haben sie ja Hey, komm gerade mal her, richtig. meine Süße. Also, wir haben sie gerade belästigt, Alter. Einmal drei Männer sprechen wir ein bisschen so.
Nein, das war sie nicht, Alter. Kevin, ist das wirklich deine Freundin? Nein, nein, das ist nur ein bisschen so One-Night-Stand. Freundschaft plus. Freundschaft ja, plus? Bila, du hattest einen One-Night-Stand? Noch nichts, aber kommt noch. Das ist ja nur ein One-Night-Stand. Wie soll ich da noch mit der Kontakt Alter, haben? Du bist ein Geschichtenerzähler, ja? Wallah, hallo? Oder? Eben. Oh. Wie kann ich euch helfen? Komm mal beiseite. Ja, klar. Alleine? Anna, ich muss ein bisschen an Kohle kommen. Mir geht's gerade nicht gut hier. Okay, was heißt das? Wie viel Kohle brauchst du? Und so weiter. Ich brauche... kann ich irgendwas für dich erledigen? Irgendwie so. Sag mir zuerst mal, was du brauchst. Ich versuche dir zu helfen, wenn ich eine Möglichkeit habe. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich bin nicht reich. Das ist ein Mythos, ne? No? Erstmal brauche ich was zu... ich habe was zu trinken. Keine Ahnung, wenn du irgendwann mal irgendwie ein Jobangebot hast oder so, dann, ja. Immer doch. Also, wie gesagt, was willst du denn erledigen? Hm? Ich weiß nicht, irgendwas, Alter. Irgendwas, was dir zu viel Arbeit macht, so. Oh, das ist eine gute Frage, müsste ich mir echt überlegen. Aber ich habe mal was zur Entspannung für dich, bitteschön. So. Oh, das ist schon mal sehr wichtig, danke dir. Hast du ein paar Joints? Nein, das habe ich. Das ist das Einzige. Ich habe ihn von dem Varus Geschenk gekriegt. Das ist gutes Zeug. Was ich sagen würde, ist, weißt du, ob Blanco da ist? Keine Ahnung, müsste man anrufen. Aber wenn du Geld brauchst, ich kann dir 10.000 geben. Hilft dir nein, das? Nein, nein, alles gut, alles gut. Brauchst du eine Waffe? Nee, ich muss meine Waffen abholen bei ihm. Ach so. Die Nummer von Blanco kennst du? 0000? Nein. Viermal die 1. Viermal die 1. Ja, mal die 1. Ui. Null, das wär's noch. Such sie mal. Auch nicht erreichbar. Na, das tut mir leid. Im Moment habe ich gar nichts für dich zu tun. Bist du eigentlich noch mit Loco? Nein, Loco hat ja eine neue. Wie, er hat eine neue? Ja, der ist verlobt. Was? Ja. Ach, was? Aber du weißt... Ich bin auch verlobt. Ja, mit wem, sag mal? Mit Fibus. Fibus, oh, kenn ich noch nicht. Kennst du noch nicht? Ist die nett? Ja, ist eine sehr, sehr nette Dame. Die würde ich gerne mal kennenlernen, auf jeden Fall. Ja, ich komme mal vorbei zum Pier, wenn, weißt du? Ja, also auf jeden Fall, ich gratuliere dir, ich freue mich für danke, dich. Danke, Anna. Also wie gesagt, ich habe nicht mal deine Nummer. Willst du mal meine notieren? Ich notiere meine. Ich habe ganz leichte 4x die 5. Achso, 4x die 5. Okay. 4x die 5. Okay, aber ich guck mal, wie gesagt, ich weiß nicht. Wie ist dein Nachname? Ich bin Anna. Escobar. Achso. Okay, 4x die 5. 4x die 5, richtig. 4x die 5, also 5. Genau, 4x5. 5x5. Ja, okay, 5, okay. Genau. Gut, okay, ich muss jetzt rein. Rufst einmal durch oder so und, ne? Oder schreibst. Ich danke dir. Okay, auch rein. Bis dann. Tschüss. Wo sind wir hin? Jana? Anna ist eine nette Chat. No cap. Kein Samphaus, Carla? Das hier. Carla, ja, diese Clanerkarte. Ich habe viele Probleme da. Er weiß nicht mal ihren Namen. Natürlich ja, weiß er nicht mehr meinen Namen. Aber ich habe viele Probleme. Weh. Komm, setz dich hin. Clara, kann ich kurz mit dir reden, bitte? Carla, hey, guck mal, halt die Fresse. Nein. Nein, ich mach nichts Schlimmes. Voila, Billa, was denn? Was ist denn los hier? Können wir kurz unter vier Augen reden? Wir? Yeah. Ja. Das war ein guter okay, Kollege. Hör mir zu. Ich weiß, du bist gerade in der Kennenlernphase mit Kevin, richtig? Ich bin die Nico. Ja. Ich will dir nur sagen, dass Kevin wirklich ein sehr, sehr korrekt ist. Wirklich. Mhm. Und das mache ich aus freien Willen. Wirklich. Ich höre. Alle gut? Er ist ein sehr, sehr korrekter Junge und dem wurde einmal das Herz gebrochen, weißt du? Oh nein. Ich kann komplett Polnisch. Er ist eigentlich ein sehr, sehr korrekter, lieber Junge und er hat das nicht verdient, deswegen... Ja, deswegen... Behandle ihn bitte gut, ja? Ist gut, mache ich. Verstehe ich aber wahrscheinlich viel mehr, ne? Also. Das brauche ich vielleicht. Okay. Warte, ich muss gerade kurz Essen helfen, bedienen. Nein. Was kann ich?
Solange du nicht. Hi. Was geht ab bei dir? Alles gut? Nicht viel bei dir. Raka. So. Ey, was macht Hitman bei uns? Hitman, das ist der Chauffeur von so? Carla. Ey, was für Chauffeur? Weißt du doch. Ah. Ja, ich zieh mich gleich um. Das ist mein Chauffeur. Das ist mein Chauffeur. Ich zieh mich gleich um. Entschuldigung. Großartig, du Hund. Ey. Machst du das noch einmal? Bleib ganz ruhig, ja? Was kann ich dafür? Ja. Also als erstes, ich bin kein Chauffeur, ja? Ja, ich wollte mir das gut angefühlt. Was brauchst du? Ja, ja, ja. Ja, was bist du sonst? Dann komm ich demnächst zu dir. Bist du ein Killer? Euer Gespräch dahinter, wir wollen da nichts mitbekommen, ja? Bisschen leise. Was machst du hier in der Stadt? Hitman. Ja, ich bin polnischer Hitman. Ja, das weiß ich. Was machst du hier? Er ist ein Chauffeur. Er ist ein Chauffeur, oder? Ja. Hm. Er ist ein Chauffeur, oder was? Ja, ja, der ist mein Chauffeur. Ein Chauffeur, Chauffeur. Was ist ein Chauffeur? So, jetzt wollt ihr noch weiterreden oder wollt ihr mich unterbrechen? Okay, rede. Ja, dann setz dich mal hin. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach ihn nicht nervös. Dann brechen wir das alles ab. Lauter reden. Sache für Take Me Out. Was? Carla, wie alt bist du? 21. 21. Seit wann bist du hier in der Stadt? Noch nicht so lang, erst seit kurzem. Was sind deine Hobbys? Ich hab noch keine. Gehst du gern irgendwie... Swimmen. Gehst du swimmen? Oder ich Skifahren? Ich gehe gerne schwimmen. Ja doch, schwimmen ist gut. Ehrlich? Nee, das stimmt gar nicht. Nur wenn sie wasserfestes Make-up hat. Nur wenn ich wasserfestes Make-up hab. Klar. Ich schwimme auch gern, aber ohne Klamotten gern. Du Ekliger! Ja, in Hotels und so, weißt du? Ich gehe da immer nachts extra rein. Verstehe. Mhm. Und du bist Single, oder? Ich bin Single, ja. Hattest du schon mal einen Freund? Nee. Noch nie? Luca, dein Freund. Hä, das stimmt gar nicht. Also, Kevin hatte schon mal eine Freundin, aber sie hat ihm das Herz gebrochen. Das wollen wir jetzt nicht so thematisieren, aber es war auf jeden Fall. Das wollen wir thematisieren. Die. Ja. Siehst du drauf, um irgendwie rumzutrampeln? Nee, aber warum hat sie dir das Herz gebrochen? Was hat sie denn gemacht? Bisschen fremdgegangen. Ich hol mir kurz eine Zigarette. Carla, kannst du mir ein Asse besser holen, bitte? Du holst kurz. Was Nein. Ja, wie bitte mal besser, ja? Ist das jetzt so schlimm, oder wie ist das jetzt so schlimm geworden? Ja, wenn du brauchst gar nicht von Affenbecher reden, ja, mein Messer? So, James, du fick deine Mutter in Kreuzberg, ja? Also ja, die gleiche Mutter, du Rindsohn. So, guck mal deinen Kopf an, Alter. So guckt deine Mutter immer, wenn sie ihre Beine... Digga, deswegen, Carla. Deswegen die Maske. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Fibus, was ist denn los? Ist Fibus wach? Er hat jetzt aufgesandt. Fibus? Was? Hallo, was machst du? Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Komm mal zum Pier, hier sind wir alle. Wo? Zum Pier. Ich wollte gerade fragen, ob du mich abholen kannst, aber okay. Ja, warte, ich höre dich ab, wo bist du? Fucking Sleeper, beim Tennisplatz, bei der... Das Problem ist, ich muss echt übertrieben fett scheißen, also es wird wirklich knapp. Egal, fahr einfach. Fucking Sleeper, man. Okay. Bei dem Tennisplatz Fahr du bitte, ich muss scheißen. Okay. Bis gleich. Chat, kurz kacken!
Ja, nee, ich fahr woanders hin. Was ist für ein geiles Auto, Junge? Nicht schlecht. So. So, ich lasse dich jetzt einfach hier alleine. Tschüssi. Ach so. Ist gerade noch scheiße. Ja, der ist gerade noch kurz, der macht gerade noch was. Aber ich kann zu euch hinkommen. Ich wusste nicht, dass ihr da wart. Ich fahr dich um, geh wieder hin. Ich komm doch. Ich muss das Auto nur in Sicherheit bringen, weil der kann einfach... Warte, nein, ich habe eine Idee. Ich pack's so, dass keiner die Tür aufmachen kann. So. Geht nicht an und es liegt sogar. Cool. So soll er weitermachen. Immer weitermachen.
könnt euch nicht vorstellen, wie fett ich gekackt habe, Chat. Chat, also nach paar, also wie lange stream ich denn schon? Nach paar Stunden Stream muss man halt schon mal scheißen. Clip. Fibos Parking-Idee. Sag mal. Warte, nein, ich hab eine Idee. Ich pack so, dass keiner die Tür aufmachen kann. So. Warte, nein, ich hab eine Idee. Ich pack so, dass keiner die Tür aufmachen kann. So. Oh mein Gott. Oh mein Warte, Gott. Warte, nein, ich hab eine Idee. Ich pack so, dass keiner die Tür aufmachen kann. So. Warte, nein, oh ich hab eine Gott, Idee. Oh mein Gott, wie dumm kann man sein? Ist sie jetzt im Wasser immer noch? So schnell. Nee, oder? Was soll ich da am besten sagen? Gut geparkt an der Stelle. Danke. Was soll ich am besten sagen? Hattet ihr schon mal noch Hallo erstmal. Sag ich, wie oft ich sie nackt gesehen habe, okay. Oder was soll ich machen? Ah, ihr habt euch noch gar nicht gesehen? Nee. Ah, sag okay, erstmal okay. Hallo. Ja, hallo, hallo. Und du, Nico? Ja. So, das ist jetzt ernst, was ist ja? Passiert? Ist das doch eine Frau für mein Leben? Hinten. Ja, vielleicht ist das die 10., weißt du? Mhm. Beim ersten Spin kann auch nichts kommen. Das Wer hat mich hier dumm genannt? Wer hat dich dumm genannt? Irgend so eine Susi. Wer ist Susi, ja? Hey Kevin, Susi? Komm mal rüber, lass dich mal blicken. Lass dein Perle hier nicht so alleine. Ja, warte, bleib mal ruhig. So. Setz dich an mich aus. Ja. Ja, jetzt, Anna? Willst du nochmal freestylen? No, kein Freestyle mehr. Okay. Aber mach dich nicht zum Mund, die Arme, ja? Nein. Ich kann besser singen als rappen, aber... Jungs... Ich muss jetzt. Ach, du kannst auch die Karte singen, Mama. Ich will jetzt endlich dein Essen geben. Ich will gefilte Fies. Sag mir deine Nummer. 23. Hören uns gerade an wie eins letzte Werbung, ja? Ja, irgendwie schon, ne? Was, 623? Wer hat 6 gesagt? Du? Hat jemand von euch mal versucht, sich in ein iPlug auszuschieben? Los, wie sitzt du da? Was haben wir schon mal probiert? Ja, sitzt auf meinen Schoß. Ja? Oha. Aber die Sweet! Rosa, willst du auch was essen? Nein, ich sitze auf dem Schuss. Alter, weißt du, wie das aussieht, Fibo? Sie sitzt auf meinem dritten Bein, Mann. Das sieht aus wie. Das sieht aus wie diese Leute in der Stadt, Alter, die schweben. Ja, die so in Silberkleidung? Ja. 1483. Irgendwie von ihr Ars irgendwie schweben. So, Anna, frickst du noch Fibus und Sosa, was sie noch haben wollen, ne? Jeder Gast soll hier gesättigt weg. Das ist ihr Laden. Das ist mein Laden. Du bist Fibus? Ich bin Fibus. Wer sind Sie? Freut mich. Ich bin Anna Sophia, die Besitzerin von Pearls. Singe kurz die Karte, die halbe Karte oder so. Ich dachte, Anna ist die orangehaarige. Oh no. Nee, das ist fake. Aber für sie gibt's nur das Beste. Wie ist deine Glücksnummer? Meine, 1490. Jetzt 90. Bitte schön. Anna, hast du jetzt für alle Fibus geholt? Ja, ich bin doch gerade dran. Oh. Ja. Bist du auch Shiro-Ramen, Fixus? Ja, gerne. Das ist wie so geiles Zeug. Deine Nummer? 1399. Sosa, ich hab was für dich. Was ist deine Nummer? 1399. Aber heb das gut auf, ja? 1339, ja, das ist wirklich eine geile Nummer, muss ich schon sagen. So, dann Pinguin, du wolltest ja einmal Fish and Chips. Wie ist deine? 1219. Bei ihm hört man immer seine Maustastatur. Und wie alles... kennt ihr euch denn? Ich muss ganz kurz auf mein Handy gucken. Seit ungefähr einer Fußballhalbzeit. Ach so. Genau. Anna, ja, gut dann. Ja, aber... Ich auch mein Essen, so wie immer. Sie ist eine sehr, sehr korrekte. Ich nehme immer alles gratis. Du kennst mich. Das freut mich. Nee, bitte stell uns nicht, ja? 1182.
Also, Kevin. Ja, warte, die machen noch irgendwie eine Rezeptur von irgendwelchen Keksen, warte. Mhm. Oh. Mandito. Okay, also, Oha! Reißt ihr, seid ihr fertig? Susan, habe ich? Ich hab was für dich. Hab ich importiert. Komm mit. Was denn? Ich weiß nicht. Aber mein Bauchgefühl sagt, du hast die beste Verwendung dafür. Was ist deine Lieblingszahl? 1, 3, 9, 9. Ich hab schon 3 Bons, ja, jetzt. Tschüss. Ja, wo soll mein Trinken? Jetzt hast du 2 Soße, oder was? Dann gib mal meins zurück. Ich in die Mitte. Gib doch her, du kleiner Wichser, Alter. Du undankbarer Stück Scheiße. 1406. Soße. Was? Gib her, sonst hol ich kein Call of Duty. Oder jetzt, Gib, meine Nummer ist 1143. So, jetzt bleiben wir mal, Ding. Carla? Mhm. Wie geht's dir, seit du mich kennst? Mir geht's super gut. Ja, super. Mir geht's auch. Geht's dir, seitdem du mich kennst? Hey. Hallo! Das ist eine Talkshow, der Rest ist leise, ja? Achso, wenn okay. Jetzt die ganze Zeit reinredet und stört, dann... Oder du bist ein Hänger, ja, bitte halt deine Fresse. Du Hundesohn, geh erstmal dein Fisch und zippst. Okay, okay, warte, ey, wir müssen... Wie geht's dir, seitdem du mich kennst? Ja, sie kennt dich nicht so lange, Habibi, ja? Ey, ganz ruhig jetzt hier. Carla, was ist dein Ziel hier an der Stadt? Sieben? Anna, Habibi, wir haben uns voll gegessen, du hast uns dreimal den Tisch voll gemacht. Schlimmer als meine Oma. Ja. Ah, okay. Super, danke dir. Perfekt. Digga, warum spiele ich die ganze Zeit mit meinen Haaren rum? Warum ist hier eine Lücke? Super, super. So, jetzt haben wir alles, ja? Hörst du mich? Ja. Ah, ja, natürlich. Anna Habibi, dein Gespräch, dein Privatgespräch, hören wir jetzt auch noch mit zu. Okay, jetzt redet so. Mal. Ja. Ich liebe dich auch da hinten, egal wer du bist. Carla. Kevin. Hey, warte, ist es Seko, aber es ist Amazon. Geh mal dorthin, bitte. Fühle dich immer noch extrem. Wieso werden wir die ganze Zeit gerade gestört? Wir können nicht mal normal kommunizieren. Ja, rede doch jetzt. Carla. Wolltest du ja nicht erzählen, warum deine Freundin dir das Herz gebrochen hat? Ja, genau. Wieso willst du das wissen? Ja, ist wichtig. Das ist wichtig? Mhm. Erzähl, Kevin. War eine kleine Ruhe. Carla. Erzähl doch mal. Ich hab Hunger gehabt, ja? Wir lagen beide im Bett. Sag doch wohl dann. Wollt ihr was essen und trinken? Mein Gott, wir sind gerade in einem Gespräch. Wir haben alles bekommen, danke dir. Carla. Wir lagen beide im Bett. In Kreuzberg, ja? Weißt du, es war noch ein Alter, es war noch. Ich war 3 Jahre mit der zusammen. Okay. Ich hab Hunger gehabt, sie hat Hunger gehabt. Ich hab uns Döner geholt, weißt du? Aha. Ja, und aber am Späti. Das waren eingefrorene Döner. Ich hab kein Geld gehabt für Frisse. Ja, ist halt so. Es hat harte Zeit gewesen. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe mit meinem besten Freund geschlafen. Oh. Ja. Warte mal. Mir hast du was anderes erzählt, Bruder. Ja, was denn? Du meinst, sie wäre bi und hat dich mit deiner Mutter betrogen. Das war die andere. Aber das war kein Ex-Freundin von mir. Das war Anna, Carla. Ich habe die im Club kennengelernt. So. Ich bin nach Hause gekommen und genau dasselbe Prinzip mit dem Döner, war nur mit einem kalter Bier. Also hast du runtergegangen? Aber mir hast du doch gesagt, dass du die andere viel besser fandest als sie und die da nervig war. Wieso stört ihr mich jetzt? Ich erzähl doch gerade meine Story, das ist doch von meinem Herzen. Weil ich euch erzählt habe, ist doch scheißegal. Ja, aber Bruder, diese Story ist nicht richtig. Doch, ja, ist richtig. Du lügst doch von deiner Herzen kommt, ist nicht richtig. Ich lüge nicht, was... Wie stellt ihr mich sag jetzt mal klar da? Du lügst nicht? Wie viele Frauen hattest du denn bitte schon? Nicht viele. Ich hab nicht viele gehabt, Carla. Okay. Also keine richtige. Okay. Das stimmt. Ja, das war nicht so ein One-Night-Stand oder so. Ich hab eine gehabt, die war ein bisschen komisch drauf. Die andere war direkt mit einem neuen Tippen.
Der andere lebt gerade bei Loco. Ui. Weißt du, ja, das ist hart, was soll ich dir sagen? So. Hä, Kevin? Los Santos ist schnelllebig, Alter. Ja, Nils. Sagst du nicht immer, du hast Pixus als Mama gehabt? Das war... Wüsste ich nicht. Carla. Mhm. Ich hab was mit der Mutter von Sosa. Ja, mehrmals. Aha, das aha. läuft immer noch. Deshalb, wenn wir irgendwie mal näher zusammenkommen, möchte ich, dass das eine offene Beziehung ist, ja? Dass ich immer noch ab und zu ihr kann. Bitte was? Wenn du das akzeptierst, das wäre sehr nett. Ach so. Ja? Ach so. Bist du eigentlich offen für das? Aber mach die Zinsen hoch. Und das beim ersten Treffen? Ja? Wow. Nein, also bei, ich muss ehrlich sein. Mhm. Soll ich das anlügen? Das ist besser. Nee, ich glaub, das war jetzt ein Schock. Muss losfahren. Okay, Hitman. Viel Spaß bei Blutrünstig, ja? Ich wollte was. Bei Blutrünstig. Erzähl mal so ein bisschen über dich, was machst du? Du, ich bin ja jetzt erst neu hier und ja, also ich bin Spanierin, aber meine Eltern, die sind leider gestorben bei einem Autounfall. Ui. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Kevin, warst du da mit dem Wagen? Ja. Jetzt Logik. War die Einzige, die überlebt hat. Ach, echt jetzt? Kämpferin, du bist ein Tier. Du machst ihn? So ist es halt, so ist es halt. Carla, weißt du? Manche haben eine Hure als Mutter. Aha. Manche verlieren ihre Mutter ganz früh. So ist das Leben. So, so ist halt also eine Rente, weißt du? Oder was an der Kirche? Ja, du hast die Tante gefickt, Bruder. Was? Ich hab doch gerade von meiner. Sie lebt noch. Aber sie schafft den in Kreuzberg an. Oh. Ist sie auch am Assenbecher verteilt? Sie schafft nicht an sie, sie schafft an. Sie schafft. Guck mal, da runter so. Machst du noch einmal irgendwie Space mit meinem Ding, dann fick ich dich, ja? Okay, jetzt zeig mich halt. Du sagst das Pythagoras-Kopf. Hallo, Anna. Anna, was ist jetzt Pythagoras? Anna, ich hab diese 5 Sussis, ich hab die schon runtergeschluckt, ich hab noch Eis, ich hab alles, Habibi. Anna, red mal lauter, ich hör dich nicht. Auch nicht. Das hoffe ich doch, dass es euch geschmeckt hat. Das geht aufs Haus. Sehr gut. Aufs Haus? Aufs ja. Haus? Alles? Ja, alles. Anna, beste Frau, Alter. Anna, du bist die Beste, ja. Alter. Du bist ich meine, ich kenne euch alle. Ja, ich gebe auch mal was aus. Ja, aber die Sushis waren jetzt nicht irgendwie, die waren irgendwie Fehlproduktion, die hast du uns gegeben. Sushi ist das teuerste Menü neben diesem Miso-Ramen, ne? Miso-Ramen, was? Was? Sushi. Da habe ich letztes Mal 30 Sushi bei euch gekauft. Sushi ist, weißt du, wie aufwendig? Das braucht 5 verschiedene Fische. Ich hoffe, das ist nie wieder. Ich habe 30 Fische Stück gekauft. Ja, ja. Riesen Aufwand. Welcher Fische? Ja, ganz schön. Der tut mir's noch. Auch Denkfische? Was ist denn eine Frau? Das ist ein Geheimnis. Genau muss ich dir die Rezeptur nicht verraten. Aber auch Fischsaft haben auch... oder so? Also was für Fischsaft? Egal, vergiss das. Alles gut. Ich kann dir Wasabi dazugeben, wenn du magst. Wasabi? Nein, ja. Nein, die ganze Zeit. Ich möchte jetzt nicht böse klingen oder so, aber diese 5 Sushis oder so machen sich ja nicht von alleine, oder? Was von alleine, was? Die hab ich gemacht. Ja, der meinte, dass du noch produzieren sollst. Also willst du noch mehr? Ja, ja. Richtig. Er hat jetzt gerade gesagt, du sollst in die Küche und diese Dinger rollen. Ja, ja, das kann ich machen, aber dann brauche ich ein bisschen Zeit. Wie viel braucht ihr denn noch? 100. Ach, bei 200. So viel haben wir nicht mal. Was denn? Übertreib doch nicht, ohne Söhne. Mach du noch 20, mal wenn du machst 20. Weißt du, da gebe ich 5 Stück und dann nimmst du mir die ganze Hand. Alles klar. Ja, man gibt Finger, die wollen Hand. Das ist immer so bei denen. Nein, ich muss gucken. Wir haben nicht so viel auf Lager, weißt du? Leute, wisst ihr was? Anna, keine Arbeit mehr. Keiner geht mehr vorne arbeiten. Ja, das ist mein Problem. Ich habe jetzt zu wenig Arbeit. Ihr habt keinen Frist mehr. Oh, trotzdem senkt ihr euch. Kacke, Alter. Guck, Fibo ist eine Freiwillige. Ich würde das gerne machen. Kevin, du gehst auch. Ich damals zwingen über euch. Nein, ich brauche eher Leute, wo ab und zu ein bisschen verkaufen würden gehen. Oder ich jag andere Fische. Ach so. Ich jag andere Fische. Nee. Das ist so was jagst genau... du für Fische? Also du brauchst keine Lieferanten. Ich das nicht wissen, Kevin. Was, wie bitte? Die anderen Fische. Ja. Also ich weiß nur, meine Chefin vom früher aus dem Sushi-Laden wollte immer Tintenfick. Aber ich habe es bis jetzt nie organisiert. Wenn ihr Tintenfick? Versteht. Ich will auch einen Tintenfick. Ja, Sosa war auch da. Willst du mit deinem Tintenfick ficken, Anna? Nein, die wollte das. Okay. Nicht, dass du auf dumme Gedanken kommst. Ja, Anna, der Dildo vorhin war auch persönlich, den du mir gegeben hast. Das ist kein Dildo, das ist ein Bong, du Dildo. Ah.
Okay. Den lieber mal durch. Wie? Was für ein Dino? Das ist ein Dildo. Ich will auch ein Dino. Ist kein Dildo, bitte, das ist ein bitte. Oh Mann. Ich will auch ein Dino. Lass mir das jetzt alles beiseite, ja? Ah! Hey, warum kriegen alle Dinos, nur ich nicht? Dino. Ich hab kein Dino. Ich will auch Dinos. Was für ein Dino? Du hast sogar... Wenn wir das Kevin hat sogar zwei Dinos. Schau, da vorne hat ein Dino ein. Das kannst du mitnehmen. Nils. Echt? Kann man das ausbrüten? Ja, nimm's mit. Phoebus. Macht heute das Casino auf. Nö. Das war schon auf. Das war doch auf, ja. War schon auf. Ja, ja. Mhm. Kannst du das wieder aufmachen so? Nein, heute ist nicht meine Schicht. Aber rein theoretisch, oder? Mm-mm. Nicht ich mal so extra Schicht oder so? Mm-mm. Wie nicht? Sie hat keine Lust. Nein. Du süßiger Bastard. Ganz ehrlich, du Praktikant kannst... mal leise sein, ja? Da gibt es eine ordentliche Was macht sie mit dir? Ohne Mist hast du diesen Laden nicht mal aufbekommen. Du hast nur Scheiße gemacht, ne? Hin und her. Und ich hab Geld geklaut. Das kannst du jetzt sagen. Oh. Ich hab Einnahmen von anderen genommen in meine Tasse rein. Was macht sie mit dir? Ja, ich würde sagen, das Sanktion, klären wir aber später. 14 Stunden fischen gehen, okay? Sanktion. Sind die Sushi-Rollen fertig? Du hast mir keine Antwort. 100 Stück, kannst vergessen. Das stehe ich noch bis morgen früh hier. Dann 10, ja? Ja, das kann ich schaffen. Okay, okay. Super. Die gehen auch aufs Haus? Nein. Nein, dann ich bin gesättigt. Ich habe echt schon viel gegessen. Ja, irgendwann muss vorbei sein. Hast du was zum Trinken? Natürlich. Natürlich, sehr gut. Aber das muss ich holen. Kevin hat 5 Stück wahrscheinlich aufgehoben. Nee, ich habe gar nichts. Aha, okay, ich bringe euch gleich was. Dankeschön. Karl, aber warum kannst du Ego lieben? Bei der offenen Beziehung. Alter, offenen Beziehung. Wärst du bereit für sowas? Das müsste ich mir überlegen, aber auch nur, wenn du es mit mir ernst meinen würdest sonst. Ich mein's ernst, ich mein's sehr, sehr ernst. Ja? Ich hab ein hartes Leben gehabt. Denkst du, diese Tattoos an meinem Körper habe ich freiwillig gestochen? Die haben alle eine Bedeutung. Mhm, erzähl doch mal. Die haben alle eine Bedeutung. Was war denn das Bedeutsamste? Siehst du das rechts an meinem Arm? Ja. Das ist das Gesicht von meiner Mutter. Oh. Als sie 10.000 am Tag gemacht hat. So, teilt aber bitte auf. Jeder nimmt sich eins. Bitteschön. Danke. Okay, setz dich in Soße. Und? Hast du es geschafft, dein Dino Ei? Eingepackt? Nein, ist zu schwer. Und ich glaube, Kevin muss dir helfen. Rede mal alle lauter, Alter, ihr kleinen Wichser. Ich rede das voll laut. Einen wunderschönen guten Abend, meine Herrschaften. Oh, Russland, hi. Eine. Ja? Ja, oder in Deutschland, wie geht's dich? Mir geht sehr gut. Guck mal, wenn ihr andere Gespräche führen wollt, dann könnt ihr auch drinnen reden, ja? Das ist gerade ihr erstes Gespräch, es will gerade eine Dame kennenlernen. Ja, ich bin auch gerade dabei, also ganz ehrlich. Wenn du dabei bist, dann geh in Küsse oder irgendwas. Er sagt einfach ja, Bro. Ja, das habe ich so beigebracht bekommen, weißt du, die haben gesagt, wenn ich das sage, dann bin ich supportig, ja. Okay, rede mal weiter, Kevin. Ja, es wäre, wenn wir die ganze Zeit unterbrochen werden. Alle halten mal kurz die Fresse, außer Kevin und Clara. Ich habe 6 Faden verloren. Ja, sorry, die Herr, reden Sie. Ich will Kevin, willkommen. Carla. Mhm. Kannst du mir die Antwort jetzt geben, ob du bereit wärst? Ich glaube schon. Du wärst bereit dafür? Das ist auch nur ab und zu. Wenn seine Mutter gerade frei hat, dann... Mhm, okay, ja, aber nur sie. Nur sie, ehrlich. Ich hab sonst nichts anderes im Petto. Aber das musst du mir wirklich versprechen. Guck mal, ich und Phoebus führen doch auch eine offene Beziehung. Also manchmal fick ich halt nur Kevin seine Mutter. Das ist halt ganz normal. Das ist wie Frauentaus, weißt du? Das ist wie Frauentaus. Okay, aber okay. Kevin, du musst dann auch durch dick und dünn gehen. Egal, was für ein Streit egal, ist. Das nicht ist aufgeben, so wie davor. Ich werde nicht aufgeben. Ihr müsst kämpfen. Hast wir kämpfen. Mal, ich würde kämpfen, wenn du kämpfst. Ich kämpfe. Ich bin. Weißt du, wie ich kämpfe? Hm? Ich habe sogar eine nicht Ausrüstung zu Hause, wie ich kämpfe. Richtig. Ich kämpfe mit Worten. Kevin. Zitat Ende ist die Gänsehaut, natürlich. Gänsehaut, wirklich. Ja, haben gesprochen. Auch gerade ja, genau. Deutsche Mike Tyson.
Was soll das jetzt? Was? Was soll das jetzt mit Mike Tyson? So, weil der auch Lesbeton ist, so. Boah, Kevin, der macht dich zum Mund gerade, Walla. Sehr respektlos, ja? Vor deiner Perle, Bruder, vor deiner Perle. Das ist sehr, sehr respektlos. Ist dir das gefallen? Nee, es bleibt ruhig, ja? Weil selber seine Perle da ist, also selben Fehler zu machen, ist nicht gut. Was ist das denn für eine Runde? Ja, verdammte Scheiße. Was läuft jetzt hier, Alter? Was? Hier? Ja. Ich sag dir den besten Anmaßbruch, komm mit. Hier ist irgendwie ein Pärchentreffen irgendwie. Echt? Und mit wem bin ich jetzt? Jersey, hier steht niemand auf Schwänze außer Pinguin. Den kannst du vielleicht einmal. Nein, ich stehe auch nicht. Hä, wieso? Du hast mich doch vorhin angerufen, meintest du das Bock? Oder sollte ich das nicht laut sagen? So wie ich mitbekommen habe, man, ein bisschen mit Schwänzen. Das glaubt niemand, wenn du willst, mal weg sein. Du kannst mir hinterm Bier einen nucken und dann war es das auch mit Schwänzen, ja? Das wird schwierig, ne? Wenn der nach innen wächst, findet man nichts. Ui. Oh mein Gott. Oder wenn du willst, dann kannst du testen gehen, ja? Weißt du, was ich testen muss manchmal, Voice Crack? Ob ich vielleicht dir meinen Schwanz so tief in den Rachen reinhämme, dass du wieder normal redest? Oh mein Gott, was macht der mit dir? Voice Crack, was macht der mit dir? Ich glaube einfach, dass es ihn jemand so hart gefickt hat. Ja, der braucht was Sanftes, glaube ich, Jersey. Hör den? Warum? Ja. Ja, nicht. Hallo, Jersey, red mal lauter, du Kerl. Wie bitte? Ach so, ja, Schwanzlutscher, wie geht's dir? Komm näher, komm auf Schösschen, Voice Crack. Halt mal die Fresse, Jersey. Was? Halt mal die Fresse. So. Okay, Carla. Daddy. Mhm. Ich mach Yoga, ja? Ja. Und ich find meine innere Ruhe. Aha. Und ich müsste deine innere Ruhe finden. Zwischen deinen Beinen. Das meinst du doch, oder? Nils. What the... Ekelhaft. Bist du was? Was? Ach, du bist Kevin, einsam, ich bin einsam, soll ich dich einsam? Nein, warte doch kurz. Ein Augenblick, ich muss das ganz kurz. Ja. Da fand ich Jersey sein besser sogar. Also ganz ehrlich, sowas Ekelhaftes habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich habe so einige Anmachsprüche. Ja, Russland, wie findest du das Meer? Soll ich dir blasen? Reicht doch, ja. Lieber nicht. Ja, okay. Du bist mein Chef, du Arschloch. Warum willst du mir mal am Ernst blasen? Ach so. Ich nicht. Ich habe was verstanden. Falsch, tut mir leid. Mhm. Komm schon. So. Also ich merke schon, du machst so Rollenspiel, Carla. Weißt du, aber ich bin ja nicht so, ja. So ein Dings von dir. Wir sind gespannt. Versuch Nummer 50. Hä? Kevin? Habibi, sind wir bei Big Brother, dass wir noch euer Gespräch mitführen wollen, oder? Wir reden doch hier gerade in Ruhe. Hier, yeah, hör mal, du bist hörst wie eine du? Sendepause, kommst hörst und gehst. Diese Sendepause werft dich gleich da rein und angelt dich wieder raus, hast du verstanden? Ich abonniere dich Lock gleich mal, damit ich mir komplett kaufe. Was kostest du? $15? Ich kack auf deinen Kopf und in deiner Mutter, verstanden, du kleiner Wichser? Hey, entspann dich. Komm, Rosen, wir gehen einfach. Geht, macht 69 oder so, aber lass uns bitte in Ruhe. Ich liebe dich dein auch. Erstes Gespräch. Echt? Carla. Weißt du was, das Einzige, was du heute fixst, ja, ist dein ja, deine Mutter. Schwanz. Geh jetzt, lauf. Mein Gott, lass doch jetzt mal gerne in Ruhe. Die haben hier gerade was Wichtiges zu besprechen. Mann. Sie hat es letztes Mal zu mir gesagt. Ja, du bist ein ganz klein. Guck mal, bevor es dein Krawatte zwischen deinen Arschbacken zieht, entspannt euch doch. Yeah, mein Gott. Wir gehen einfach, dann ist okay. Ja, so, ich wünsche euch was. Ciao. Mach's gut, ciao. Viel Spaß beim Lutschen. Hey, ruf mich an, Baby, ja? Okay, wir sehen uns. Oh mein Gott, was ist das für ein Typ, ja? Fibus, du machst mich nervös. Carla. Alles gut. Ich brauche nur die richtige Position. Ja. Wärst du offen für ein Vierer-Date mit Fibus, Sosa und wir beide? Das planen wir dann und machen dann was sehr, sehr Schönes. Wir zwei Männer planen was sehr Schönes für euch zwei. Doppel-Date? Ja. Hast du was zu widersprechen? Ist das dann euer Kennenlern-Date? Wir lernen uns ja gerade kennen. Achso. Das ist dann ein bisschen so, warte mal, ihr seid gerade zusammen und jetzt lernt ihr euch kennen, oder was? Was? Du Hunde, so wer hat gesagt, dass wir zusammen sind? Wir haben gerade über offene Dinge geredet. Ja, sie hat doch schon ja gesagt. Ja, sie wäre bereit dazu, aber... Denkst du, das mache ich jetzt einfach so? Dann erwarte ich da schon mehr. Ja, natürlich. Was erwartest du, mein Hure? Du Hunde, so, hey! Alles gut. Carla. Hm? Ich würde dann beim Vierer-Date fragen, ob du... mit mir zusammen sein willst, ja? Mhm, ja, das nicht zusammen, was? Wird...
Warum spoilerst du schon? Ja, voll dumm. Nein. Ist ja doof. Nein, ich bin nicht doof. So macht man das in Kreuzberg, ja? Zinsa, mach diese Zinsa-Ale in deinen Mund rein, ne? So macht man das in. So macht man das in Kreuzberg, hätte. Ja. Das ist doch der Grund, warum deine Mutter ein Hure ist. Sosa. Sosa, hörst du bitte auf? Sorry. Ja, wir haben gerade über Mütter geredet und hör bitte auf. Auch wenn sie gerade jetzt am Abend strippt oder am Sonntag. Das heißt egal, so ist meine Mutter, ja? Was, Phoebus? Ach, was? Nichts. Sie ist Tänzerin. Und die Jungs sind Sänger, ja? Was, ist deine Mutter? Ja. Hast du noch ein paar Fragen über meine Mutter? Soll ich sie alles... Nee, die kenne ich doch auch schon. Die Hure haben wir zusammen besichtet. Ich habe immer alles aufgenommen. Kevin, oder langsam wird's auch einer zu viel, ja? Okay, tut mir leid, mach weiter. Oder mach dich zum Hund, Bruder, ist eine Kennenlernphase, ja? Gibt nichts mehr weiter, ja? Bin sehr, sehr enttäuscht von dir, Sosa. Hab jetzt mal eine... Alter, halt die Fresse, Hundesohn! Hab jetzt mal eine richtige Frau an meiner Seite und du sagst sowas. Lass doch mal Pinguin ausreden. Warte mal. Ey, alles, danke euch. Ey, mach ihn mal ohne raus. Nachnamen, ja? Mach ihn mal ohne raus. Danke euch für die ganze Glückwünsche. Aber wichtig, dass das eine richtige Frau ist, du Hundesohn. Ja? Oder du kennst deine Mutter heißt Big Bubble mit Nachnamen, du Hundesohn. Du gelbte Hund, du. BBC, du. Carla. Hm? Wie heißt du mit Nachnamen? Gomez. Guck, hast du, ja? Carlo. Wie ja. Mario Gomez, ja? Warte mal, sie ist Carla? Carla, genau. Ey, danke für die ganzen Glückwünsche, ja, Chat. Kuss. Wer ist dein Freund, Phoebus? Ja. Was willst du jetzt? Ja. Hey, ich hab nur gefragt. Hast du ein Problem damit, oder was? Nein, ich hab nur gefragt. Hast du ein Problem damit, Kevin, aus Kackberg, oder was, hä? Kackberg? Das ist Kreuzberg. Ja. Kevin aus Nuttenhausen. Deine Mutter aus Nuttenhausen, du Hunde. Mein Gott, endlich, Kevin, fertig! So, reiß jetzt mal. Was willst du... Hättest du vorhin mitbekommen, was Jersey mit Wojtkek gemacht hat? Der hat... Boah. Der hat dich zum Hund gemacht, du Hundesohn. Aber woher diese schlechte Fitner, ja? Walla, du hängst so viel mit Ali, beruhig dich mal. Warum ja, schlechte Fitner? Was ist ein schlechte Fitner? Der hat zu dir gesagt, er schiebt dir deinen Schwanz so tief in deinen Mund, dass du wieder normale Stimmen hast. Ey? Soll ich jetzt dich dafür beleidigen, oder was? Kevin, mach weiter. Ja, mach weiter. Ist das hier ein Film, wo du über Pause auf und Ding drückst? Ich hab das mal an dich. Ja, also komm, sag. Mach doch immer Roni raus. Weißt, sagst, nein, ich hab. Also, hast du davon mitbekommen, was uns passiert ist? Wir sind im Krankenhaus aufgewacht. Akala? Mhm. Ich hab mein iPhone 13 verloren. Beim Krankenhaus. Ich bin nackt aufgestanden, mir hat alles wehgetan. Genau, das hab ich gesehen. Ja, was hast du gesehen? Hab ich irgendwas Falsches gemacht? Weißt du, wie ich Phoebus klar gemacht hab? Warte kurz, ich soll nur ganz kurz sagen, was war da? Du hast da jemanden beleidigt und dann wurdest du abgeschossen. Habe ich den Assen besser sicken, oder? Mhm. Okay, dann weiß ich es ja. Ja, sag. Ich hab gesagt, ich habe in mein Bett gekackt, kann ich in deinem schlafen. Das? Und so seid ihr zusammengekommen? Warte mal, und darauf bist du stolz? Ja. Und das sagst du so offen? Warst du damals der in der Schule, der und du nennst Kevins Freundin eine Hure? Also, ich sag mal so. Ja? Bei deiner Mutter hat's einfacher geklappt. Blasi, blasi, zwani, zwani. So. Blasi, bla. Das kannst du zu deiner. Wir wollen hier keine Kulturen und sonst was beleidigen, ja? Okay. Bleiben jetzt mal ruhig. So. Und, ey, da, danke, und dann Phoebus ist geil geworden darauf, oder was? Auf na, diese Kacke auf deinem halt Bett. Bedürftigen. Hast du ein Problem damit? Was? Bedürftigen Menschen helfe ich halt auch mal. Ah, weißt du, wieso auch in sein Bett gekackt hat? Wie bitte? Weil sein Schließmuskel gerissen ist, als ihn Cersei in Arsch gefickt hat. Deshalb hat er in sein ich Bett gekackt. Ich fick nicht gleich meinen Arsch. Wie redest du denn? Oh, nein, was macht der gerade mit dir, Sosa, hä? Du musst gar nicht reden, Wolfsgang. Wolfsgang, du bist die größte Hure, ja? Du bist der größte Hundesohn hier in der Runde. Sag ich dir ganz ehrlich. Hundesohn. Allein wie du da sitzt, Hundesohn. Ja, allein, dass du was mit Breitenbeck hattest. Hat er wirklich? Warte mal. Ich ruf ihn mal an. Ruf ihn mal an. Wir haben rumgemacht. Weißt du, wie das passiert ist?
Warte, ich frage, Ja, frag ihn, komm. Ich hoffe, er geht ran. Aber frag ihn doch, ob er was mit deiner Mutter hatte, ja? Frag ihn. Ja, der steht doch nur auf Männer. Frag doch. Er wird dir locker mit Ja beantworten. Ich hoffe, er geht ran. Weißt du, wie das war, Sosa? Egal, ich auch. Ich weiß ungefähr, wie das war. Erzähl mal. Hm. Und danach sag Walla Bila, das war so. Hey. Ja, aber das ist... Das artet aus... Ich dachte, die beiden wollen sich jetzt noch ein bisschen näher kennenlernen. Erzählt mal, was sind eure Interessen beiden? Ja, so. Das ist gerade ein bisschen wie bei Take Me Out dabei. Ich weiß selber nicht, wo wir sind. Egal, komm mal raus. Komm, wir haben mal Clara. Nee, warte, ich sag ganz kurz, wie das mit Voicecrack und Breitenberg war. Die haben ein Metz auf TikTok gemacht. Der hat diese Metz verloren, die haben um Blasen gespielt. Und dann musste er Hand anlegen bei Breitenberg. Genau so war das. Wegen Live-Match, oder was? Die haben Live-Match gemacht, diese Punkte. Ja. Und er hat auf sein Gesicht mit irgendwie so, mit diesen Kugelschreibern sein Gesicht gemacht, Breitenberg. Na, so, na, ich sag, ey, bleib ruhig, ja? Und es ist ein paar Lanagan-Geschichte, oder? Ich geh mal schlafen. Ich wünsche euch noch ey, Anna, viel Spaß. Mach's gut. Hey. Mach's gut. Gute Nacht. Schön, gute Nacht. Ja, aber Carla. Ja? Bei deinem Freund, du musst wirklich aufpassen. Er lügt sehr viel und sehr oft. Ja. Mhm. Ich bin hier gerade mit Voice Crack. Mich liegt er nicht an. Ich gebe nur Tipp. Gut, ja, er meinte, wartet, seid leise. Nein, er meinte, er vermisst seinen Schwanz. Er meinte, er vermisst seinen Schwanz. Oh, dann gib mir die Nummer von Breitenberg, ich mach jetzt Mund, ich mach hier eine Ansage. Seid doch mal ruhig, Mann, ich höre nichts. Was ist gesagt? Er vermisst meinen Schwanz? Ja. Yeah. Ja, seine Mutter hat tatsächlich noch dran zu saugen. Oh, er meinte, deine Mutter hat noch dran zu saugen. Meinte er zu mir? Oh, er meint seine Nummer, ich mach ihm eine Ansage und fertig ist. Er meint, deine Mutter hat spitze Zähne, sie hat sich an seinen Schwanz rangeklammert, deswegen geht nicht. Gib ihm die Nummer. Wie ist die Nummer? Geh mal die 6. Breitenberg, lass mich dich nicht zum Hund machen, du Hundesohn, bevor ich bei deinem Kalianwesen vorbeifahre und wieder eine Mutter von dir ficke, du Hundesohn, ja? Sehr gut, sehr gut. Ich bin hier gekommen, ich hab dich angerufen, um Voice Crack Tumor zu machen und nicht. Ach so, Verzeihung. Hat er dich zum Mund gemacht, hä? Sosa. Nein, er hat angefangen, mich, meine Mutter zu beleidigen. Hallo, ach. Ja. Also wussten Sie, dass man mindestens 8 cm braucht, um das Jungfernhäutchen zu durchdringen? Was braucht man? Man braucht mindestens 8 cm, um eine Frau zu entjungfern. Achso, also, ja, aber dass du... dann seid ihr knapp dabei. Ja, aber bei dir ist es ja gar kein Problem, weil du fickst ja nur eh nur Typen in den Arsch, also da brauchst du auch keinen Jungen von euch, nur Hundesohn. So. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, wie ein Mann bist du gegangen, Walla sogar. Dein Quadrat hat geredet. Hey. Sind wir fertig jetzt hier? Ja, warte, du wolltest du mal klarer reden. Ich hab nicht mehr so viel zu reden, weil du viel Fitner machst, ja? Wie? Ich mach Fitner, ich mach gar keinen Fitner. Wenn ich mit dir rede, sagst du das. Nein, guck mal, jetzt reden wir. Ich will euch kennenlernen, meine guten Freunde, ja? Meine sehr, sehr guten Freunde. Also wenn wir jetzt ein Doppeldate machen, mäßig, ja. Ja, genau, wir planen was, wir beide. Aha. Wir machen den ganzen Tag. Okay. Habt ihr Lust auf Tennis? Sollen wir Tennis spielen gehen? Nee. Hm. Was gemeint? Sag kein Tennis, nee. Bruder. Sollen wir mit unserer Keule spielen? Was sollen wir machen? Ich hab da eine Idee. Es gibt so ein Café. In der Nähe vom Juwelier. Lass uns da noch hingehen. Achso, ja. Guck mal. Kevin, du musst da Leute Aschenbecher schicken gehen, ja? Deine Mutter. Weißt du, wo sie diese Zigarette ausdrücken? In deinem Mutters Arschloch, du Hundesohn. Aber danach macht sie bei Zirkus Halligalli, macht sie mit und dann holt sie dieses Ding raus. Hast du mir nicht erzählt, dass du für ganze Stadt Aschenbecher holen musstest? Komm auf einmal Mann von mir, ja? Satz Kuckuck weg, ja? Alter, du Hundesohn. Hallo, Pinguin, von mir kriegst du auch noch eine. Nein, lass mal.
So. Da ist ja noch eine Wunde, die nicht verheilt ist mit dem Aschenbecher, ja? Doch, doch, die Wunde ist verheilt. Hey, aber Kevin! Ja, halt doch jetzt mal dein Fresse. Nein, Bruder, ich wollte dich nur was fragen, ob du mir einen Gefallen tun kannst, ja? Was für einen Gefallen? Unter vier Augen? Nein, Bruder, nicht unter vier Augen. Guck mal, du weißt doch, ich rauche, ja, und ich sehe keinen Aschenbecher. Könntest du mir vielleicht einen holen? Ja, ja, ich hol dir einen, okay? Das dauert aber kurz, ja? Ja, kein Stress, wenn okay, du ihn noch sauber machst, alles fein. Bleib kurz hier. Ja, ich bleib hier. Warte mal, du kannst, ey, da ist noch ein Dyson-Staubsauger. Ja, aber so therapiert. Carla? Mhm? Du musst wissen, dein Mann ist das Gespött der Nachbarschaft. Ah. Ich muss den ein bisschen zähmen, weißt du? Ich zähm den schon. Ich kann dir Tipps geben. Hat bei mir auch geklappt. Ich zähm gleich dein Arschloch, Alter. Halt deine Fresse, Fibus. Gut. Hey, aber Sosa. Warum hängst du so an der Hundeleine bei Fibus? Erzähl mal kurz. Weiß Greg? Ja. Ach, einen ruhigen. Wie? Guck mal, ich kann das auch beschleunigen, ne? Was meinst du, um den Aschenbecher zu holen? Ja, du wirst gleich den Aschenbecher bekommen. Mal gucken. Hey, Inshallah, Bruder, Inshallah. Ich hab irgendwie gefühlt, dass du bist gleich bewusstlos. Ja. Nein, alles gut. Kevin, was machst du denn? Hast du meinen Aschenbecher mitgebracht? Kevin! Kevin! Halt die Fresse, ja? Okay. Er hat die Azrael gesehen? Was? Ja, der hat sich vorhin mit einer Bitch am Büffelpark getroffen und ist mit der durchgezogen einfach. Stark. Das ist Kacke. Hast Glück gehabt, Voice Crack, ja? Ich danke dir. Ja. Hast du jetzt auch schon welche geholt oder nicht? Halt jetzt die Fresse, ja? Das reißt doch nicht. Okay. Pinguin, lass noch einmal, fix ist es, ja? Ja, so dürfen lachen, du nichts, ja? Hundesohn, Kevin, Hundesohn! Geh mal dein Küsse, geh dein Küsse, du Hundesohn! Der arme Pinguin, ja? Guck mal, du hast doch einen Auftrag, du musst Aschenbecher holen, warum muss er dann in die Küche gehen? Boah, was? Weil ist deine Mutter dabei, Ficke, ja, du Hundesohn? Ey, warum beleidigen die eigentlich die ganze Zeit nur? Was soll das? Das ist so, da soll wir auch. Ja, ehrlich, traurige Runde. Wir hören auf mit dem Beleidigen. Wir hören auf mit dem Beleidigen. Wir rauchen alle eine. Kevin holt den derzeit Aschenbecher. Ja, dann mach die Post, Kevin. Steh mal auf. Der Aschenbecher holt sich nicht von alleine. Komm, Carla, wir gehen. Ey, was? Aschenbecher? Ja. Jetzt habt ihr die verjagt, Mann. Ey, Kevin, du darfst nur meine Mutter ficken, wenn du ihr Aschenbecher bringst. Ich sehe hier. Fibus, lass auf, weiter. Ach, bist du jetzt noch so Mitläufer oder was? Was soll ich dir ein Ding drücken? Wie, was für Mitläufer? Kannst du nicht ohne Kevin existieren oder was?